Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Für mich sind neue Ideen, so was Kleist hat es mal genannt, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Also wenn ich ein interessiertes, aufmerksames Gegenüber habe, einen Gesprächspartner, dann kommen mir Ideen. Ohne eine Kultivierung, Rationalisierung und Zähmung der religiösen Energien wird Religion zum Fluch für die Demokratie. Und das ist eine der brisantesten Herausforderungen für die Sicherung der Demokratie. Wenn wir unterschiedliche Überzeugungen, Einsichten, Erfahrungen haben, können wir voneinander lernen. Proaktive Toleranz ist das Lebenselixier der Demokratie, ist das Element von der Religion, was wir heute brauchen. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Diesmal aber nicht, wie Sie es gewohnt sind, mit einem normalen Interview, sondern mit einer Sonderfolge. Im Rahmen des RHI-Symposiums am 15.11.2023 haben wir uns gemeinsam mit 10 Expertinnen und Experten unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen dem Thema Perspektiven Demokratie gewidmet. Alle Beiträge spiegeln diverse Aspekte von Demokratie wider. Sie regen zum Nachdenken an, sind teilweise besorgniserregend, machen aber auch Hoffnung. In dieser Podcast-Folge lernen Sie zunächst die oder den jeweiligen Referierenden in einem kurzen Schlaglichtinterview etwas besser kennen. Und dann folgt der ausführliche Mitschnitt des Vortrags. Ich kann Ihnen versprechen, es lohnt sich, bei allen dran zu bleiben und bis zum Ende zuzuhören. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt ganz viel Vergnügen. Hallo, Herr Professor Vogt. Sie halten heute einen RHI-Talk. Wie geht's Ihnen dabei, jetzt mit der Vorstellung in 2 Stunden unten auf der Bühne zu stehen? Ja, ich bin relativ aufgeregt, vor allem wegen der intensiven Vorbereitung für Rhetorik. Es soll ja spontan ganz frei sein, aber irgendwie soll doch jeder Satz sitzen. Und diese Mischung aus Spontanität und Vorbereitung ist was Neues für mich. Mit Ihrem Thema, warum sind Religionen Fluch und Segen der Demokratie, dazu werden Sie sprechen. Und Sie haben da einen ganz eigenen Ansatz entwickelt. Den will ich jetzt natürlich nicht verraten, aber wie geht es Ihnen denn, wenn Sie neue Ideen und Ansätze verarbeiten? Haben Sie da eine bestimmte Herangehensweise? Der Anfang ist eigentlich immer die Begegnung mit Menschen. Also wenn ich einen interessanten Zuhörer, Gesprächspartner habe, interessante Erfahrungen, dann komme ich auf neue Ideen. In dem Fall war für mich sehr viel in Osteuropa die Erfahrung des Ringens um die Freiheit und die Demokratie. Ich habe in der Ukraine viel gearbeitet, ein Institut gegründet. Und für mich sind neue Ideen, so was Kleist hat es mal genannt, die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden. Also wenn ich ein interessiertes, aufmerksames Gegenüber habe, einen Gesprächspartner, dann kommen mir Ideen und das Reden und auch das Schreiben von Texten ist für mich dann vor allem eine Frage der Disziplin, die vielen Ideen, die gleichzeitig da sind, in eine Ordnung zu bringen und zu systematisieren. Dazu brauche ich dann auch immer viel Ruhe am Schreibtisch und kann stundenlang da sitzen und die Zeit völlig vergessen. Sie haben ein Institut in der Ukraine gegründet. Was für ein Institut betreiben Sie dort? Das ist Religion und Umwelt. Also ich habe einen Schwerpunkt auch in Umweltfragen, aber wir haben festgestellt schon vor vielen Jahren, dass eigentlich die politischen Bedingungen, der Frieden, die Demokratiesicherung die Grundlage sind, um über ökologische Verantwortung, politische, soziale Verantwortung sinnvoll reden zu können, an der Nationalen Universität in Uschgorod in Transkarpatien. Und bin auch gerade dabei, ein größeres Projekt vorzubereiten zur Toleranz und Frieden in der Ukraine. Diese Woche ist noch ein neues Institut, ein Netzwerk von Ihnen in München an der LMU an den Start gegangen. Worum geht es da? Das heißt Münchner Zentrum für Nachhaltigkeit. Da geht es darum, die Themen der Nachhaltigkeit stärker an der LMU und in der Wissenschaft zu verankern. Aus der Überzeugung heraus, wir sind eine Wissensgesellschaft und Kreativität, innovatives Wissen in Technik, im sozialen Bereich ist die Voraussetzung, dass wir die Herausforderungen wie den Klimawandel bewältigen können. Uns hervorgegangen, ich bin Theologe an der katholischen Fakultät und habe eine Zweitmitgliedschaft in der Geografie. Also auf der interdisziplinären Zusammenarbeit ist es entstanden und dazu ist es auch da. Wie kommt das oder wo sehen Sie als Theologe die ökologische Verantwortung?
Ich glaube, wir haben genug technische Möglichkeiten, genug politische Beschlüsse. Es fehlt an einer tieferen Schicht des Wandels, unserer Werteinstellungen. Wir brauchen eine kulturelle Revolution hinsichtlich unserer Auffassung von Entwicklung, von Fortschritt, von Lebensqualität, von Freiheit. Diese kulturelle Tiefengrammatik und ethische Tiefengrammatik der Transformation, die wir brauchen, das ist mein Thema. Bin ich da fast ganz sprachlos, weil ich gerne noch viel mehr mit Ihnen ins Gespräch gehen würde. Aber ich glaube, ich schaue mir als erstes Ihren Talk an auf dem RHI-YouTube-Kanal. Herr Vogt, ganz zum Abschluss, wenn Sie eine Sache aus dem Talk heute gelernt haben, aus der Vorbereitung, was nehmen Sie für sich selbst damit? Es ist vor allem die Ermutigung, ganz frei zu sprechen und das rhetorische Studium dann auch sich trauen, etwas vorbereitet zu haben, aber das auch zu reduzieren auf das, was man sich selber merken kann, was sich dann vielleicht auch der Zuhörer merken kann, zu konzentrieren, was ist die Botschaft und wie kommt es an? Also quasi die Selbstbeobachtung in Bezug auf die Kommunikation bei einer guten Rede, da habe ich in der Vorbereitung viel gelernt. Ich hoffe, dass es dann auch einigermaßen gelingt. Ganz sicher. Wir hier drücken Ihnen die Daumen und freuen uns auf Sie. Schönen Dank. Vielen Dank, dass Sie heute da waren. Danke für das Gespräch. Warum sind die Religionen Fluch und Segen der Demokratie? Zu Beginn möchte ich etwas von Ihnen wissen. Wer teilt die Einschätzung, dass die Religionen eher ein Segen sind für die Demokratie? Trauen Sie sich? Wer glaubt, dass die Religionen eher ein Fluch sind für die Demokratie? Also, ungefähr halbe-halbe. Meine Einschätzung ist, ein sowohl als auch. Sie sind ein Fluch für die Demokratie, sie können zugleich ein Segen sein. Sie sind einer der stärksten Verhinderungsfaktoren für Demokratie in unserer Zeit, in der fundamentalistischen Variante. Und sie können doch zugleich die moralische und kulturelle Grundlage der Demokratie sein, Demokratie fördern und ermöglichen und werden dringend gebraucht dazu. Gegenwärtig überwiegt die negative Korrelation. Das können Sie täglich in der Zeitung lesen. Schauen Sie nach USA. Der Demokratieverächter Donald Trump wurde gewählt mit den Stimmen der evangelikalen Protestanten, der konservativen Katholiken und trotz aller Prozesse halten sie an ihm fest. Schauen Sie nach Russland. Es ist kein Krieg um Territorium oder Ressourcen, sondern es ist ein Krieg gegen das Gesellschaftsmodell der Demokratie, das Gesellschaftsmodell des liberalen Rechtsstaates, der angeblich nicht vereinbar sein mit den Werten der Orthodoxie. Patriarch Kirill, mit dem Putin eng kooperiert, legitimiert diesen Krieg als metaphysischen Abwehrkampf gegen die vermeintlich dekadente, amoralisch, areligiöse Gesellschaft des Westens. Aber Sie können auch nach Deutschland schauen. Die Demokratieverächtung in der AfD. Die AfD hat überproportional Unterstützung von Christen. Ich möchte aber jetzt in diesem Talk nicht bei der negativen Korrelation von Religion und Demokratie stehen bleiben. Mich interessiert als Ethiker, was sind die Voraussetzungen dafür, dass Religion zum Segen für Demokratie werden kann? Und meine These ist dabei, ohne eine Kultivierung, Rationalisierung und Zähmung der religiösen Energien wird Religion zum Fluch für die Demokratie. Und das ist eine der brisantesten Herausforderungen für die Sicherung der Demokratie. Dazu habe ich Ihnen 7 Thesen mitgebracht. Erstens. Die Beziehung von Demokratie und Religion ist paradox und ambivalent. Das ist eben in der kurzen Einführung schon deutlich geworden. Sie sind eben beides. Das ist für mich eine zutiefst analytische Herausforderung, es wirklich zu begreifen, wie ist diese Zweiseitigkeit, die Zweigesichtigkeit möglich? Wie können wir es zusammendenken und unterscheiden? Und diese Paradoxie, diese Ambivalenz gilt nicht erst heute. Sie hat lange historische Wurzeln. Dazu nur einige Beispiele. Etwa im 5. Jahrhundert gab es religiöse Ordnungen von den Orden und von den Gemeindeverfassungen, die Mitbestimmung und gemeinsame Beschlussfassung ermöglichen, die heute noch als vorbildlich gelten können.
oder noch älter in der prophetischen Zeit die Kritik der Könige, wenn sie sich nicht an das Gesetz, an die Tora halten, kann als Vorbild für die Unabhängigkeit der Legislativen von der Macht gelten und damit ein Impulsfaktor für Demokratie. Oder vielleicht die wichtigste Idee, die Ebenbildlichkeit, die Gottebenbildlichkeit, ursprünglich ein Gedanke, ein Konzept, was nur für den Pharao in Ägypten gemünzt war, das wird von den Autoren der Bibel auf alle Menschen angewendet. Das ist eine ganz wichtige Grundlage der europäischen Entwicklung der Demokratie. Aber es gibt eben auch die negative Korrelation. Ich habe schon ein paar Beispiele genannt. Explizit wurden Menschenrechte und Demokratie vom katholischen Lehramt im Syllabus Errorum 1864 am päpstlichen Bannfluch gegen die Irrtümer der Moderne verurteilt. Die Demokratie wurde faktisch eher gegen die Kirchen erkämpft als von diesen gefördert. Oder das katholische Amtsverständnis ist explizit hierarchisch durch Tradition, durch Berufung und gerade nicht durch demokratische Wahl. Es gibt also beide Seiten. Ist zutiefst ambivalent, das muss analysiert, muss unterschieden werden. Das zuletzt positive Beispiel der Ebenbildlichkeit, der Gottebenbildlichkeit des Menschen, möchte ich etwas vertiefen und komme zur zweiten These. Das Verhältnis zwischen Christentum und Menschenrechten ist asymmetrisch. Zumindest aus heutiger Sicht der christlichen Sozialethik, und das ist mein Fach, muss jeder, der sich zum Christentum bekennt, für die Menschenrechte eintreten. Das ist die wichtigste Übersetzung des biblischen Menschenbildes in Politik. Und übrigens auch gilt das für jüdische Tradition, islamische Tradition, den Humanismus dort in ähnlicher Weise. Die Idee, dass der Mensch unbedingt geliebt, unbedingt anerkannt ist, unabhängig von seiner Leistung, unabhängig von der Nation, unabhängig vom Geschlecht, das ist vielleicht die wichtigste moralische Grundlage der Demokratie. Aber das Verhältnis ist asymmetrisch. Das heißt, jeder, der Christ ist, muss sich zu den Menschenrechten bekennen. Aber nicht jeder, der sich zu den Menschenrechten bekennt, muss deshalb notwendig Christ sein. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil die Sinnspitze der Menschenrechte gerade ist, dass sie zur Verständigung zwischen unterschiedlichen Religionen, Kulturen, Nationen beitragen kann. Sie sind universal. Es ist ein Irrtum, zu glauben, das sei nur westliches Kulturgut und nur christliches Kulturgut. Gerade in der Aufklärung wird deutlich, sie kann auch unabhängig von Religion begründet werden. Und das macht ihre friedensstiftende Funktion aus. Die Menschenrechte gelten universal. Sie sind nicht notwendig abhängig von einer Religion. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Faktor. Das hat aber gleichzeitig diese Asymmetrie zu einem erheblichen Unbehagen geführt bei Religionsvertretern. Damit bin ich bei der dritten These. Die Differenzierung zwischen Politik und Religion ermöglicht Freiheit und Frieden. Es gibt ein starkes Unbehagen von Religionsvertretern gegen die Autonomie der Menschenrechte. Weil natürlich, wenn man sie, die Menschenrechte, autonom begründen kann und damit unsere politische Ordnung und die Demokratie, dann werden ja scheinbar die Religionen marginalisiert. Man braucht sie nicht unbedingt für die Begründung. Die Menschenrechte sind begründungsoffen. Man kann sie christlich, jüdisch, islamisch begründen, aber man muss es nicht. In der Aufklärung wurden sie eben gerade säkular begründet, mit der Autonomie der Vernunft. Und das ist eben ganz wichtig für ihren universalen Anspruch. Sonst würde man sie verkürzen auf ein bloßes Produkt der christlichen Tradition, der europäischen Tradition und würde gerade ihre wichtigste Funktion als Grundlage für eine universale Ethik, für die weltweite Verständigung in der Globalisierung, würde diese Sinnspitze zerstört werden. Und Verhältnis zwischen Christentum und Menschenrechten ist von Anfang an spannungsreich gewesen. Denken Sie an die Französische Revolution, wo die Menschenrechte explizit auch gegen die Kirchen durchgesetzt mit antiklerikalen Impulsen verbunden worden sind. Aber im Grunde die Unabhängigkeit der Politik war von Anfang an ein wichtiger Streitpunkt. Das beginnt mit dem Investiturstreit im 11. Jahrhundert. Das hat in vielen Etappen die europäische Geschichte geprägt. Aber diese Ausdifferenzierung zwischen Religion und Politik gehört zur Geschichte Europas und ist heute ethisch unhintergehbar. Denn sie ermöglicht Freiheit und ermöglicht Frieden, wenn die Menschen gerade jetzt vermehrt in der Migrationsgesellschaft mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen und Kulturen auf engem Raum zusammenleben.
Es entlastet die Politik von letzten Wahrheitsansprüchen, wenn die Politik eben nicht unmittelbar dafür zuständig ist, für religiöse Wahrheiten. Das ermöglicht Frieden, Freiheit, Religionsfreiheit. Das ist unhintergehbar und ist etwas, was die europäische Geschichte geprägt hat und auch die Produktivität unseres religiösen Systems. Aber wie gesagt, es gibt starke Vorbehalte durchaus gegen diese Autonomie der Vernunft. Und damit bin ich bei meiner nächsten These: proaktive Toleranz ist die Tugend der Demokratie. Das ist brisant in der gegenwärtigen Gesellschaft. Lang haben wir eben quasi den Frieden dadurch deklariert, dass wir die Religion zur Privatsache erklärt haben. Gegenwärtig kehren die Religionen aber mit Macht in den Raum der Öffentlichkeit zurück, aber häufig unter negativen Vorzeichen, verbunden mit Gewalt. Denken Sie an 9/11, die Terroranschläge gegen das World Trade Center, mit denen das 21. Jahrhundert politisch begonnen hat. Oder denken Sie ganz aktuell an 10/11, also die Hamas-Massaker am 7. Oktober diesen Jahres. Die sind ebenfalls religiös, pseudoreligiös, als Kampf gegen die liberale, säkulare Gesellschaft des Westens begründet worden. Das entspricht genau dem Muster, was Samuel Huntington vorhergesagt hat als Clash of Civilizations. Die Kriege, die Konflikte des 21. Jahrhunderts sind aus dem Stoff kultureller, religiöser Konflikte gemacht. Die Antwort darauf kann nur sein, wir brauchen eine neue Qualität von Toleranz. Es genügt nicht das traditionelle Modell der passiven Toleranz. Wir müssen auch Freiheit, Demokratie, Menschenrechte aktiv verteidigen, beispielsweise jetzt in der Ukraine. Es genügt auch nicht das Modell der aktiven Toleranz, wie es die UNO vertritt, also formale Regeln des Streites, sondern ich glaube, wir brauchen ein neues Modell der proaktiven Toleranz. Ich habe es so genannt in meiner Forschung, in Auseinandersetzung mit den Konflikten in Osteuropa. Proaktiv, weil sie nicht erst reagiert, wenn der Konflikt schon eskaliert ist, dann ist es meistens zu spät für Vertrauensbildung, für echte Neugier auf den anderen. Proaktive Toleranz begreift Differenz, Unterschiedlichkeit der Meinung, die Andersartigkeit des anderen als Reichtum. Denn nur, wenn wir unterschiedliche Überzeugungen, Einsichten, Erfahrungen haben, können wir voneinander lernen. Proaktive Toleranz ist das Lebenselixier der Demokratie, ist das Element von der Religion, was wir heute brauchen. Allerdings ist auch diese proaktive Toleranz gegenwärtig gefährdet. Das bringt mich zu meiner nächsten These. Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie nicht garantieren kann. Sie könnten fragen, wenn Religionen nicht unmittelbar politisch sein sollen, wenn sie tolerant sein sollen, sind sie dann überhaupt relevant auf der Ebene der Politik? Oder ist Demokratie eher Privatsache? Das ist mitnichten so. Am prägnantesten hat dies Ernst Wolfgang Böckenförde formuliert, der frühere Verfassungsrichter und Religionsphilosoph, in dem sogenannten Böckenförde-Diktum, was ich Ihnen hier verkürzt aufgeschrieben habe. Ausführlich: Die Demokratie lebt von Voraussetzungen, die sie mit ihren Mitteln, nämlich den Mitteln des Rechts, nicht garantieren kann. Das ist das Wagnis, dass sie um der Freiheit willen eingegangen ist. Das heißt, der demokratische Rechtsstaat kann Freiheit garantieren und muss sie garantieren. Aber dass die Menschen diese Freiheit auch nutzen, um sich für das Gemeinwohl einzusetzen, um eine Familie zu gründen, Kinder zu erziehen, sich in Wissenschaft und Bildung zu engagieren für die Herausforderungen der gegenwärtigen Zeit, wie Klimawandel, wie Armutsbekämpfung, wie innovative Forschung, dass sie sich engagieren in der Zivilgesellschaft, in der Kultur, für gesellschaftlichen Zusammenhalt, das kann man nicht erzwingen. Das braucht eine tiefere Motivationsgrundlage. Das braucht Erfahrungen der Sinnstiftung, der Gemeinschaftsbildung. Und da ist Religion ganz wichtig. Man kann die Bedeutung der Religion in diesem zivilgesellschaftlichen Feld der Ermöglichung von Demokratie durch drei Begriffe zusammenfassen: motivieren, kritisieren, integrieren. Sie motivieren angesichts von Erfahrungen der Sinnlosigkeit, von Ungerechtigkeit, von Leid, von Krankheit, von Tod, von Schuld. Trotzdem den Glauben an sich nicht zu verlieren, den Glauben an den Nächsten. Das braucht eine tiefere Motivationsquelle. Dazu sind die Religionen da. Kritisieren.
wenn Teilwahrheiten absolut gesetzt werden. Und damit daran krankt unsere Gesellschaft, wo jeder in den digitalen Blasen seine Teilwahrheit hat, sie für absolut hält. Das eigene Profit, das eigene nationale Interesse. Da ist Religion gefragt, ideologiekritisch auf den Plan zu treten. Zu sagen, wir haben einen transzendenten Horizont, das über das eigene Ego hinausgeht. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Ideologiekritik, wo Teilwahrheiten absolut gesetzt werden. Und schließlich Integration. Die Religionen, zumindest die Weltreligionen, haben Menschen aller Nationen, aller Kulturen, aller sozialen Schichten in sich als Mitglieder. Sie können, müssen integrieren. Sie sind eine Quelle weltweiter Solidarität und weltweiter Integration. Also diese drei zivilgesellschaftlichen Kräfte, motivieren, kritisieren, integrieren, sind ein Mehrwert religiöser Ethik gegenüber einer rein säkularen Ethik und zählen zu den Voraussetzungen der Demokratie, ohne die Demokratie keinen Bestand hat. Die nächste These. Wir müssen es neu lernen, Demokratie nach außen und innen zu verteidigen. Ich habe es am Anfang angesprochen, Demokratie steht unter Druck. Deshalb haben wir heute diesen RHI-Dialog. Sie steht unter Druck, sie ist angegriffen und dabei spielt der Faktor Religion eine ganz wesentliche Rolle. Ich habe am Anfang kurz genannt das Beispiel Ukraine. Ich denke, es ist eine wissenschaftlich schwierige Frage, welche Rolle die Religion genau dabei spielt, aber ich glaube, sie ist konstitutiv. Allerdings untergeordnet in der Symphonie zwischen Staat und Kirche. Aber das bedeutet faktisch eine völlige Unterordnung der Religion. Das erfordert Lernprozesse, Emanzipationsprozesse. Aber in diesem Feld wird Religion zum Fluch für Demokratie. Und die religiöse Ideologisierung von Konflikten trägt dazu bei, dass man das Augenmaß für notwendige Kompromisse und Verhandlungen verliert. Ich möchte etwas genauer entfalten, die Situation in Deutschland. Ich habe die AfD genannt, aber es ist ja nicht nur ein Phänomen von Deutschland, sondern europaweit, dass die neue Rechte überproportional Rückhalt in den christlichen Religionen hat. Das gilt schon von Anfang an in den 70er Jahren, als die neue Rechte in Frankreich entwickelt worden ist, unter starkem Rückgriff auf theologische Schriften und religiöse Vertreter. Das gilt für die neue Rechte in Italien, und mit dem Neofaschismus, mit starken Unterstützungen von der Kirche. Das gilt für Orbán in der Ungarn, der das Bündnis mit den Religiösen sucht. Das gilt für die Peace-Partei in Polen. Also überall eine überproportionale Unterstützung von Christen, eben wegen der, dass das Christentum benutzt wird, dass die Religion benutzt wird für Identitätsbildung, identitäre Politik gegen die anderen, gegen die Fremden, gegen die Moslems, gerade angesichts der Migrationskrise. Es gibt den Versuch, die neuen Rechten unter dem Dach der katholischen Kirche zu einen. Kardinal Müller ist da ein wichtiger Vertreter. Das ist für mich eine Verkehrung der christlichen Botschaft ins Gegenteil. Das ist Atheismus im Christentum. Da wird Religion tatsächlich zum Fluch für die Demokratie. Wir müssen die Demokratie also verteidigen und eine aufgeklärte Religion, eine kritische Religion ist dafür ein ganz wichtiges Feld. Ich komme zur nächsten These, zur letzten. Durch Angstüberwindung trägt Religion zu einer demokratischen Kultur bei. Wir leben in einer Gesellschaft der Angst, so Heinz Bude. Und das ist auch seine Analyse, dass das der tiefere Hintergrund ist für diese Politik der Abschottung, der Ausgrenzung bis hin zu Kriegen. Wie können wir das überwinden? Eugen Bieser, der Religionsphilosoph, der lange in München gelehrt hat, sagt, das Christentum stirbt, wenn es nicht zurückkehrt zu ihrem Ursprung als therapeutische Religion. Glauben bedeutet im Hebräischen Aman, Vertrauen. Nicht so sehr das Fürwahrhalten von Sachverhalten, sondern die Vermittlung des Vertrauens in sich selbst, in die eigene Würde, in die Würde des Nächsten. Dann, durch gelebtes Christentum der Nächstenliebe, der Hoffnungsvermittlung, wird Religion zum Segen für die Demokratie. Hartmut Rosa in seinem Buch Demokratie braucht Religion formuliert das mit zwei wesentlichen Faktoren, die für Religion entscheidend sind.
nämlich die Überwindung des bloßen Ego, sich von Gott, von dem Nächsten ansprechen zu lassen, zu glauben, dass es mich was angeht, sich anrufen zu lassen und sich verwandeln lassen. Ohne diese Fähigkeit degeneriert die Demokratie zum Kampfplatz, wer seine Meinung durchsetzt. Dann stirbt die Demokratie. Die Bereitschaft, sich anrufen zu lassen, zuzuhören, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, dass Demokratie funktioniert. Das ist eine Urkompetenz, auch nach Charles Taylor, für die Aufgabe der Religion. Insofern können wir die Krise der Demokratie nur überwinden, wenn wir gleichzeitig die Krise der Religion überwinden. Das eine hängt mit dem anderen in vieler Hinsicht in Beziehung. Als Zusammenfassung, Demokratie braucht aufgeklärte und resonanzfähige Religion. Also nicht jede Religion ist hilfreich, sondern eine Religion, die vernunftfähig ist, dialogfähig, Toleranz, Resonanz schafft, auf den anderen hin zum Zuhören. Vielen Dank für Ihr Zuhören. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!